Tenöre statt. Wann singt Roger Whittaker endlich wieder einmal seine großen Hits? Wann tritt Angela Wiedel zum ersten Mal nach der Geburt ihrer Tochter wieder live im Fernsehen auf? Und wann blättert sie in ihrem privaten Fotoalbum mit den schönsten Babyfotos? Wann feiern Stefanie Hertel, Helmut Lotti, Michelle, Hansi Hinterseher, die Schlümpfe, die Geschwister Hofmann und Karl Gott? Wann lernt Carmen Nebel Österreichisch? Jetzt! Der Volksmusik. Live aus der Bürdelandhalle in Magdeburg. Präsentiert von Carmen Nebel. Dankeschön, vielen Dank. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich und in Deutschland. Tja, laut Kalender ist der Sommer vorbei. Aber unsere Uhren, die ticken ja immer noch im Takt der Sommerzeit, das noch bis zum 29. Oktober. Und deshalb haben wir uns gesagt, feiern wir heute Abend mit Ihnen nach einem eher herbstlichen Sommer ein sommerliches Herbstfest. Und diese Halle hier, die Bördelandhalle in Magdeburg, die verwandeln wir heute Abend in sowas Ähnliches wie die Arena von Verona, denn wir präsentieren Ihnen heute Abend ein Gipfeltreffen der Tenöre. Und ich sage Ihnen, die sind alle gekommen. Und die haben mir auch was verraten. Die haben doch tatsächlich gesagt, in jedem Menschen steckt ein Sänger. Und vor allen Dingen in jedem Mann versteckt sich ein Tenor. Na, das habe ich ja nicht geglaubt. Sie werden das bestimmt auch nicht glauben, denke ich mal. Aber schauen Sie mal, ich zeige Ihnen was. Gucken Sie mal, ist ein ganz normaler Zuschauer. Guten Abend. Hallo. Ja. Guten Abend. Wir kennen uns nicht, stimmt's? Nee, wir kennen uns nicht. Sie kennen mich vielleicht vom Gucken, aber sonst kennen wir uns nicht. Und wenn Sie jetzt den Mund ein bisschen öffnen würden, so ein ganz kleines, ja, dann können wir ganz schnell jetzt ein paar Tenortöne entlocken. Das machen wir mal. Probieren Sie es noch mal, so ein bisschen? Ja. Hallo! Du könnt ja manch einer sagen, boah, war ein Zufallstreffer. Das machen wir gleich nochmal. Mal sehen, wen sie jetzt erwischt. Guten Abend. Ja, nett. Wollen wir das auch mal probieren, wir zwei? Wenn Sie so ein bisschen
die Lippen öffnen, können auch Sie singen. Passen Sie auf. Na, na, ja. Ja, die Ansprüche steigen, ne? Also wenn wir dran denken, die ganz großen Tenöre, Domingo, Pavarotti, Carreras, die treten ja zu dritt auf. Also haben wir gesagt, aller guten Dinge sind heute Abend auch drei. Wir suchen uns nur einen, ne? Ja, guten Abend. So, er guckt aber auch sehr freundlich. So, den Herrn darf ich jetzt auch noch bitten, so ein bisschen den Mund zu öffnen. Kann schon mal passieren, ne? Unsere jungen Zuschauer sind eben teilweise noch im Stimmbruch. Aber unsere Künstler, meine Damen und Herren, die heute Abend gekommen sind, die treffen allesamt den richtigen Ton. Gehört, meine Damen und Herren, wir haben dieses Mal ganz besonders viele Gäste hier auf unserer Herbstfestbühne. Aber wir haben auch da, hinter der Bühne, noch ein paar Gäste. Oh, Überraschungsgäste. Vielleicht sind ja da auch die richtigen Männer für Anita und Alexandra dabei. Denn die beiden sind zumindest musikalisch auf der Pirsch. Die Geschwister Hofmann, sie blasen jetzt zur Jagd auf ihren Traummann. Bye.
Das waren die Geschwister Hofmann, meine Damen und Herren. Anita, Alexandra. Hey, ihr zwei, kommt mal her. Kommt mal her. Ja. Kommt mal her. Ihr denkt doch nicht, dass wir euch schon gehen lassen, oder? Doch. Nö, das denkt ihr jetzt nicht. Ich meine, ihr habt ja irgendwo recht. Bei euren Proben war an dieser Stelle der Auftritt immer vorbei. Richtig, da sind wir immer außer Atem hinter die Bühne gerannt. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt bleibt da mal noch ein bisschen hier, weil erstens habe ich noch ein paar Fragen und zweitens haben wir dann noch einen Wunsch. Fangen wir mit den Fragen an? Ja. Ja. Alles geklappt jetzt beim Auftritt? Zufrieden? Ja. Ja, an der Stelle, wo ich falsch getanzt habe, war meine Schwester eingeblendet. Aber das hat ja keiner gemerkt. Also ist alles im Wesentlichen gut gegangen. Das ist auch kein Wunder, weil hinter der Bühne wurden euch natürlich kräftig die Daumen gedrückt, ne? Ahnt ihr von wem? Ja, unsere Mutter und unser Vater sind heute hier, beide. Ja, die sind da heute. Noch jemand da, von dem ihr wisst, dass ihr die Daumen gehalten habt? Ja, viele Fans und der Bürgermeister von Meskirch ist da und unsere Freundin. Aber das sind noch nicht alle, da fehlt noch jemand. Könnt ihr euch denken, wer noch hinter der Bühne war? Nee. Ups. Nee? Nee? Na gut, dann machen wir das mal so. Unsere Zuschauer erfahren das jetzt, wer hinter der Bühne euch die Daumen gedrückt hat, ne? Aber wir lassen sie auch noch einen Moment ein bisschen schlauer, als ihr seid. Wir sind ja ein bisschen gemein, also ihr müsst schon noch weiter raten. So ein bisschen. So, wer könnte denn das sein? Keine Ahnung, also gebe ich euch einen Tipp. Passt auf. Es sind mehrere und sind Fans von euch. Fans von uns? Ja? Vielleicht ein paar nette Kollegen, wo wir auf Tournee waren. Na, ich gebe noch einen Hinweis. Die waren noch nie zu Gast, wenn ihr in einer großen Fernsehsendung aufgetreten seid. Noch nie. Also alle, die ihr kennt, waren schon, alle, die ihr kennt, waren schon dabei. Na gut, also dann werde ich es euch sagen. Ihr werdet staunen. Ja, wir haben eure Großeltern eingeladen. Wen? Ja, wen? Opa! Da sind sie doch, ne? Das ist Oma Lilly und Opa Paul. Ja. Haben wir gut gemacht, ne? Haben wir gut hingekriegt. So, nun herzlich willkommen den Großeltern an dieser Stelle. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, ohne Grund haben sie das natürlich nicht gemacht, dass sie heute hierher gekommen sind, ne? Nee, haben nicht wen. Die haben natürlich, die haben sich was dabei gedacht, weil ist ja aufregend im Fernsehen, ne? Ja, das macht man nicht so ohne weiteres, ne? In ein paar Tagen gibt es ja dann ein großes Fest. Ja. Welches? Die goldene Hochzeit. Genau, die goldene Hochzeit. Und da haben sie einen Herzenswunsch an euch. Ihr sollt ein ganz spezielles Lied für die beiden singen. Und zwar ein Lied von den ersten Rosen. Die ersten Rosen. Und wir haben uns gedacht, da das ein Lied ist, über das sich nicht nur eure Großeltern freuen, sondern viele Großeltern draußen und die Eltern, die uns jetzt zuschauen, wie wär's denn jetzt hier in der Sendung? Also wir haben auch alles vorbereitet. Ginge das? Jo. Jo. Also, dann dürfen wir uns jetzt freuen auf ein ganz spezielles Lied von den Geschwistern Hofmann für alle Eltern und Großeltern, für alle Leute, die sich nach ganz vielen Jahren immer noch lieb haben.
Wir träumen doch alle nicht nur vom Glück auf Zeit. Ein Leben lang nur Hand in Hand durch Sonne und Regen. Und genauso wie heute immer wieder Rosenzeit. Auch mit Silber im Haar soll es sein, wie es Das war schon eine große Freude, ne? Für Oma und Opa, aber auch für Anita und Alexandra, haben sie gesehen. Ja, wir wünschen alles Gute zur goldenen Hochzeit und wir feiern noch gleich weiter. Gründe zum Feiern, meine Damen und Herren, gibt es bei uns, bei unseren Festen eigentlich immer. Wir finden immer was. Und so haben wir herausgefunden, dass der zurzeit erfolgreichste Sänger der volkstümlichen Musik durchaus Anlass zum Feiern hat. Er ist nämlich seit 4 Wochen mit seinem aktuellen Album in den internationalen Charts. Und zwar nicht irgendwo, sondern in den vorderen Plätzen, da wo sich sonst eigentlich Madonna oder Michael Jackson tummeln. Er jetzt auch. Hansi Hinterseher. Ich hab das schönste Land der Welt gesehen. Das Gipfelkreuz der höchsten Berge. Ich durfte durch den Garten Eden gehen, mit all den Wundern dieser Erde. Doch wenn ich sagen soll, was mir das Schönste ist, es ist ein lächelndes Gesicht. Amore mio, du bist schön, so wie ein Sonnenstrahl am Morgen. Den Menschen, die uns beide sehen, bleibt meine Sehnsucht nicht verborgen. Amore mio, tu und ich, wir sind ein Herz und eine Seele, in einem Leben ohne dich, wär keine Liebe mehr. Dein Lächeln jagt die dunklen Wolken fort, die unseren Alltag manchmal trüben. Und manchmal findest du ein Zauberwort, um alle Sorgen
zu besiegen. Die Welt ist wunderbar, solange es dich gibt. Ich bin so sehr in dich verliebt. Amore mio, du bist schön, so wie ein Sonnenstrahl am Morgen. In einem Leben ohne dich wär keine Liebe mehr für mich. Hallo Carmen, grüß dich. Und dir müsste es auch klasse gehen. Ne? Also Glückwunsch erstmal zu diesem wirklich tollen Charterfolg. Super. Danke für Musik. Ich freue mich wahnsinnig. Es ist so schön und es ist einfach wirklich schön. Und schön neuer Titel. Gefällt mir. Hast extra zwei Danke. Worte Italienisch dir drauf gedrückt. Ne? Amore und Mio. Ich habe mir sehr schwer getan. Ich muss das ja. ganz ehrlich sagen. Aber gut. Sehr gut. Danke dir, Carmen. Aber ich glaube, die italienische Sprache ist sowieso Musik. Ja, das stimmt. In unseren Ohren. Du, ich... weiß nicht, ist Österreichisch vielleicht auch Musik? Ich würde ja gerne jetzt ein bisschen was lernen von dir. Also ein paar österreichische Worte oder Aha. vielleicht gar kleine Sätze, weil, ich habe es ja vorhin schon angekündigt oder angedeutet, wir werden ja heute auch in Österreich gesehen. Unser Herbstfest, ne? Heute Abend live. Und ich würde sehr gerne unsere Gäste österreichisch begrüßen. Ja, mach's. Aber du musst mal helfen. Ja, gerne. Kannst mal ein bisschen was beibringen. Ich meine, guck mal, wir haben hier schon fast eine Schule. Oh, Waldschule, schön im Freien. Ja, ich meine, ich kann zum Beispiel sagen, ich muss jetzt einmal foppen. Foppen. Na, foppen, das ist ärgern oder necken nein, nein, oder nein, sowas. Nein, das ist ganz was Nettes. Foppen heißt, ich muss dich einmal loben, weil du die Sache so gut machst. Also ich fopp dir Warum mal. Dreht ihr denn das um? Sag doch loben und ich foppen. Nein, das klingt einfach lieblich. Foppen, das versteht man bei uns falsch. Nein. Das ist das österreichische Gemütliche. Na gut, aber jetzt kann ich ja schlecht mit dem Wort foppen alleine die Gäste begrüßen da in Österreich. Hast du recht, ja. Also was möchtest du wissen alles? Also wie würdest du das jetzt, bring mir doch einfach mal ein paar grundsätzliche Sachen bei. So ein österreichisches Sprachgefühl. Naja, da gibt es natürlich mehrere, weil du weißt ja, Dialekte gibt es wirklich sehr viele, Gott sei Dank. Und das ist auch was Bodenständiges, das ist was Richtiges, das soll es auch sein. Ja. In Tirol allein gibt es ja wahnsinnig viele Dialekte. Und in Österreich sowieso. Und bei euch genauso. In Deutschland gibt es ja Was wirklich sehr, sehr viele. Was sagt ihr Tiroler denn zu Guten Abend oder so? Wie sagt ihr da? Grüß dich. Guten Abend. Grüß Ganz dich. Einfach. Also lieblich. Einfach das kriege ich schon mal hin. Ja. Aber ich hätte, wenn ich so schau, da steht was. Jetzt werde ich mal ein bisschen testen. Liebe Carmen, jetzt kommen wir mal her. Ja, das sind Buchstaben. Kennst du aber das? Der Lehrer in der Schule. Sitzt die nieder? So. Jetzt pass auf, da haben wir drei wunderbare Worte da umstehen. Gell? Das sind Worte? Ja, kann man sagen, ja. Ah ja. Jetzt pass auf, jetzt hast du mal das erste Wort, versuch einmal das zu sprechen, so wie es du siehst. Ha, gstiaste. Hey, der Kompliment. Ja, gstiaste. Und was heißt das jetzt? Also, gstiaste? Bravo, ganz nett. Das ist doch lieblich, oder? Naja. Also gstiaste sagen wir zu jemandem, der nett ist, der lieb ist, für alles Liebliche. Dann bist du ein gstiaster. Gstiaster. Carmen, jetzt muss ich dir ein Puzzle geben. Du bist ja so viel Nette. Einmalig, die ist ja talentiert. Jetzt pass auf. Das wäre jetzt interessant. Das A ist ein bisschen als O, eine kleine Hilfe. Was ist der Kuller da oben? Ja, das ist so wie O. 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 Also, sag einmal das O und dann liest es einfach runter. O Schauscheich. Gut. O Schauscheich. Vielleicht sage ich jetzt hier was Unanständiges. Was heißt denn das? Na, so weit sind wir noch nicht. Ich hätte ein paar ganz schöne Wörter für dich, aber das geht heute nicht. Jetzt pass auf. Ja. O Schauscheich ist. O Schauscheich. Richtig. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, liebe Zuschauer, ihr steht auf einem Turm oben oder auf einem hohen Wolkenkratzer und ihr schaut hinunter, 200 Meter, und dann ist dieses komische Gefühl im Bauch, man traut sich nicht hinunterzuschauen. Ja. Das heißt, O hinunter, schauen, schüchtern. O Schauscheich.
Ganz einfach, wir oder? Würden da sagen, mir ist schlecht, oder? Bravo, Carmen. Weiter geht's mit der Gaudi. Ganz einfach. Einfach lesen, wie es da steht. Giadla, Giadla. Bisschen feiner. Giadla. Giadla. Bravo. Ah. Ganz fein. Giadla. Also das sind jetzt wirklich, muss ich dazu sagen, Tiroler Ausdrücke, Kitzbüheler mehr. Und zwar, Giadla heißt langsam. Lass dir Zeit. Du nicht hudeln, du nicht schnell die Sachen machen. Lass dir Zeit, genieß Giedler. Es. Giedler. Giedler. Das kannst du natürlich ummünzen in alle Situationen, was du gerade willst. Bedankt mich für eine nette Lektion. Was gibt es nur für eine Zensur? Eine 3? Komm, 3 ist. Nein, ich würde sagen, die Aussprache ist sensationell. Aha. Selten erlebt, dass es wirklich so gut ist. Dann also ganz wir das einen guten Einser kriegst du. Oh, dann ja, setzen wirklich. Wir das irgendwann fort. Aber ich denke, es wäre vielleicht doch angebracht, du begrüßt jetzt mal unsere Zuschauer in Österreich, so wie du das jetzt machen würdest als Tiroler. Aha. Also Leidl, jetzt wirst du ein bisschen Schwierigkeiten geben. Jetzt probieren wir es einmal. Aber das ist jetzt mehr kitzbühlerisch. Bitte in Österreich nicht überall besser sein, weil hier haben wir Vorarlbergerisch, Wienerisch, Steirerisch. Bei uns gibt es also auch Sächsisch, Thüringisch und so. Also ich darf einmal sagen, grüß den Kleidl daheim. Es freut mich, dass ich heute einen Fernseher aufgeschalten habe und dass bei der Carmen, übrigens die Carmen ist halt ganz gestierst, gell? Und bei jeder Sendung, warten wir heute wieder aus der Zeit. Also ganz gestierst, dass bei ihrer Sendung dabei seid, weil die hat eine schöne Musik und dass du da zuschaust. Und ich sage euch, kannst zuschauen, das ist heute der Wärst. Also, huckt euch zusammen, tat eine Flasche Wein auf und dirndl eins sage ich, wenn du so schier durch die Mandel daheim habst, dann sag sie, sie sollen nicht zuwider sein, sie sollen nicht zurmen und sie sollen nicht grantig sein. Und nachher, eins kann ich sagen, wenn sie auch gestern ein bisschen weiter hochgeschnitten hat von der Heerkocher, ne? Tat sie nicht zumsen, zieht sie einen langen Rucko. Da war mit Fahrt, gute Dockel nutze ich und dann wirst du sicher, dann gefällt die Sendung nur mehr so gut. Fertig. Jetzt bist du wieder. Genau das wollte ich auch sagen. Genau das. Oh, glaub, da muss ich noch ganz schön viel lernen. Aber ich bedanke mich zumindest bei dir und verabschiede dich jetzt mit dem einzigen Wort, was ich so halbwegs österreichisch drauf habe. Servus. Carmen, es war mir besser. Danke dir vielmals. Alles Gute. Wiederschauen. Tja, meine Damen und Herren, nach dem Star aus Österreich präsentiere ich Ihnen jetzt einen richtigen Hit aus Österreich und dieses Lied von Robert Stolz, das kennen Sie alle. Und bei uns wird's gesungen von diesen Tenören. Cara mia, ja, ich bin für dich da. Und das sind nicht irgendwelche Tenöre, sondern die jungen Tenöre. Ja, wir sind Tenöre, die jungen Tenöre, die Zeiler, die zwei, sondern drei. Ja, nur für mich sind die Mädels nur zum Küssen da.
Sagt jede Frau, jeder Mann, im Leben ganz genauso wie im Roman. Ist der blond, liebt er braun, ist der braun, bei ihm nur blond gewinnt. Aber ich, im Vertrauen, ja, im Vertrauen, bin in puncto Haare, Farben blind. La 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 la. Blond, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und doch gehört nur einer offenbar. Denn die eine, die ich meine, küsst ja. Die bekennen, sie lieben alle Frauen, ob nun blond oder braun. Ich weiß es. Stimmt. Und ihr? Ihr liebt die Schlümpfe. Stimmt's? Ja. Ach, ich bin ja auch ein Schlumpf-Fan. Ehrlich. Ihr habt ja bei den Proben die Schlümpfe jetzt schon richtig kennengelernt. Ich ja nicht so sehr. Die sind in Ordnung, oder? Ja. Gefallen euch? Mir ist was aufgefallen. Man sagt ja immer, der Schlumpf. Warum gibt's denn sehr viel mehr männliche Schlümpfe als weibliche Schlümpfe? Naja, also die Männer müssen die meiste Arbeit machen und die Frauen brauchen einfach nur abwaschen. Da müssen wir, glaube ich, nachher noch mal beide miteinander reden. Ja. Unglaublich. Können die gut tanzen, die Schlümpfe? Ja. Richtig gut? Ja. Genauso gut wie ihr? Ja. Ja? Ob wir uns das mal angucken können? Machen wir, ne? Wir schauen jetzt mal zu. Wir überzeugen uns mal, ob das stimmt, weil die Volksmusikspatzen und die Schlümpfe singen und tanzen jetzt gemeinsam den meistgespielten Radio-Hit dieses Sommers, allerdings in einer ganz speziellen Version. Und wie geht der? La 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 la. Schlumpfenlieder gibt. Ich sing
sind die zurzeit erfolgreichsten Sänger unter den Comicfiguren, die Schlümpfe. Meine Damen und Herren, eine junge Mutter ist die zurzeit erfolgreichste Sängerin in Deutschland. Und sie hat alle großen Preise gewonnen, sie hat alle Fernsehhitparaden gewonnen und sie ist seit 4 Wochen wieder da und in diesen 4 Wochen hat sie sich ganz nach oben gesungen. Sie hat in diesem einen Monat mehr CDs verkauft als jede andere deutschsprachige Sängerin. Heute Abend wird sie bei uns begleitet von Five Alive O. Hier ist Michelle. Michelle, sag, wie fühlt man sich, wenn man als wahrscheinlich kleinste Schlagersängerin in Deutschland plötzlich die erfolgreichste ist, nämlich die größte? Man fühlt sich eigentlich auch sehr gut, deswegen, weil ich auch nicht so klein bin, weil ich große Schuhe anhabe. Stark. Ohne Schuhe bin ich 1,56. Man fühlt sich natürlich fantastisch. Es ist wunderschön, ein wunderschönes Gefühl, gerade nach einem Jahr Pause wieder so schön empfangen zu werden. Aber ich denke, was mir eigentlich doch vielleicht wirklich wichtiger ist, ist natürlich auch das Allerschönste, wenn ich nach Hause komme und dann sind da 2 Mädchen, jetzt sind es ja 2, die wirklich einstrahlend und wirklich richtig ernsthaft freudig entgegenlachen und sagen, Mami ist wieder zu Hause. Schön, ne? Ja. Vielleicht nochmal für alle von uns, seit wann gibt es die zweite Prinzessin? Genau seit 5 Monaten. Toll. Ja. Toll.
Und so wie die Mama strahlt und wie sie sich freut und wie sie sagt, dass das für sie das Wichtigste ist, genauso geht es, glaube ich, einer Sängerin, die wir heute Abend auch eingeladen haben. Sie kann im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Lied davon singen. Ne? Sie kommt heute Abend aus der Babypause zurück, tritt zum ersten Mal wieder live in einer Fernsehsendung auf und darüber freuen wir uns. Hier ist Angela Wiedel. Von uns allen zur Geburt der kleinen Angelina. Dankeschön. Wir haben uns da seitdem nicht mehr gesehen. Ne? Und weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt setzen wir uns hier hin und jetzt unterhalten wir uns über all das, worüber sich Mütter gerne unterhalten. Und was wir vor allen Dingen immer alle von jungen Müttern wissen wollen, das frage ich jetzt mal stellvertretend für unser Publikum. Also wir wissen, wie sie heißt. Angelina heißt sie? Angelina Maria. Ah ja, heutzutage hat man zwei Namen. Ja. Angelina Maria. Wie alt ist sie jetzt? Sie ist ein halbes Jahr alt, aber bei der Geburt war sie 49 cm groß und 3480 Gramm schwer. Und mittlerweile hat sie 7 Kilo. Alle Achtung! Ja. Da musst du gut frühstücken, wenn du sie durch die Gegend tragen musst, ne? Du, sie ist jetzt schon
Schön schwer, aber wir wechseln uns ab, der Walter und ich. Ja, das ist richtig. Wir sind ja immer alle neugierig. Wir würden ja so schrecklich gerne sehen, wie sie aussieht, die Kleine. Und ich weiß ja, eine Mutter verreist ja nie ohne ein Foto vom Kind. Hast du eins mit? Da hast du recht, ich habe welche dabei. Oh, klasse. Die gucken wir uns jetzt an. Ach, das private Fotoalbum und wir dürfen reingucken. Oi. Also, da ist die Angelina mit ihrem Lieblingsschnuller und ihrer kleinen Mütze. Sieht aus wie ein kleiner Zwerg. Ja. Stark. Da hat sie ausgeschlafen. Ja. Hm? Ja, und da, also die Fotos, die mag ich besonders gern, weil da hat sie nämlich eine Haube auf, die ich schon als Baby getragen habe. Mhm. Ja. Gut. Und da freut sie sich aber wirklich wie Bolle. Ein fröhliches Kind. Ja, besonders wenn die Mama natürlich singt, dann lacht sie natürlich besonders herzlich. Hat sie überhaupt das Talent geerbt, so von Mama und Großeltern? Also die Stimme ist schon sehr gewaltig und kräftig. Mal schauen, wie sie es entwickelt. Also sie weint nicht, sie singt. Sie singt, genau. Toll. Ja, ihre ersten zwei Zähnchen hat sie auch schon. Und da hat sie ihr Lieblingsspielzeug, das ist der Tico, ein bunter Clown. Und der singt dann Lalelu für sie. Klasse. Und eins gucken wir noch. Ja. Oh. Oh. Die großen blauen Äuglein. Ja, und da hat sie ihr erstes Dirndl an. Aber weil für ein Dirndl hat sie ein sehr schelmisches Lachen. Guck mal da. Ja. Sieht eher aus wie Lederhose. Eine hübsche Tochter. Dankeschön. Wir bedanken uns, dass wir hereinschauen durften. Ja, bitte. Wir wünschen natürlich Angelina alles Gute, möge sie gesund sein, euch immer nur Freude machen. Wir wünschen euch viel Freude mit eurer Tochter und ich bin ganz ehrlich, wir freuen uns aber auch, dass wir dich jetzt öfter wiedersehen. Danke. Ja. Ich mich auch. Und ich freue mich jetzt auf noch ein Wiedersehen und zwar mit diesem Tenor. Einmal um die ganze Welt. Ja, ganz klar, dass Sie ihn erkannt haben. Ne? Er ist ja auch besonders nett zu den Damen. Er hat sie alle schon besungen. Die jungen Damen, denken Sie an das Mädchen aus Athen. Er hat aber auch schon die älteren Damen besungen, die Babitschka. Und er ist meines Wissens auch der einzige klassische Sänger, der schon mal eine Insektendame besungen hat. Maya hieß die Biene. Und er heißt Karel Gott. Jahre, die drehen sich nur im Kreis. Du möchtest dich ändern, doch niemand zerbricht das Eis. Ah, da sprichst du mit Leuten, die dir nichts bedeuten. Schau, ihnen geht es so wie dir. Dabei gibt es noch Wege, die führen genau zu mir. Stein. Er macht dich stark und fest. Du kannst darüber gehen, alle haben verstehen. Ein Lied kann eine Brücke sein. Hab etwas Mut und stimm mit ein. Und ist dein Herz bereit, um über diese Brücke her aus deiner Einsamkeit. Hör auf zu spielen und lernen.
Wärme zu fühlen, wie viele Menschen Freunde sind. Lerne zu singen, Vertrauen so wie ein Kind. Oh Baby, ein Lied kann eine Brücke sein und jeder Ton ist wie ein Stein. Er macht dich stark und fest, du kannst darüber gehen, alle Hand verstehen. Ein Lied kann eine Brücke sein. Etwas Mut und stimm mit ein und ist dein Herz bereit, um über diese Brücke her aus deiner Einsamkeit. Ein Lied kann eine Brücke sein und jeder Ton ist wie ein Stein. Er macht dich stark und fest, du kannst darüber gehen. Ein Lied kann eine Brücke sein, hab etwas Mut und stimm mit ein und ist dein Herz bereit, um über diese Brücke. Eine Brücke sein. Das haben auch die Schäfer gemerkt, als sie in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung ein Lied gesungen haben, in dem sie bekannten, ich lebe gern in diesem Land. Und immer dann, wenn sie mit diesem Lied aufgetreten sind, dann wurde es ganz still im Saal, egal ob im Osten oder im Westen. Und mit diesen eher leisen Tönen, da begann dann auch ihre Erfolgsgeschichte. Tja, ihre Karriere hat allerdings mal ganz anders begonnen, nämlich mit lauten Tönen, also mit Hard Rock. Aber erst mit der Wende und damit verbunden mit dem Wechsel zur volkstümlichen Musik, da ging dann die Karriere so richtig los. Und weil dieses erste Kapitel der Erfolgsgeschichte vor 10 Jahren geschrieben worden ist, feiern sie heute ein Jubiläum. Und hier sind sie, die Schäfer. Selben Haus, hat er Sorgen, geht's ihm gut, das macht dir nichts aus. Gib deinem Herzen einen Stoß und geh auf ihn zu, dann strahlt im ganzen Haus der Sonnenschein im Nu. Miteinander, füreinander, doch jeder denkt nur an sich. So kommt vieles durcheinander, einmal trifft es auch dich. Denn wenn auch mal ab und zu was auseinanderfällt, ist es wichtig, dass man trotzdem für immer zueinander hält. Du siehst die fremde Frau allein und hilflos stehen. Ein liebes und ein nettes Wort für sie, das wäre schön. Gib dem alten Mann die Hand, sonst kommt er nicht ans Ziel. Zeig ihm den Weg und habe den Mut für ein Gefühl. Miteinander, füreinander, doch jeder denkt nur an sich. So kommt vieles durcheinander, einmal trifft es auch dich. Denn wenn auch mal ab und zu was auseinanderfällt, ist es wichtig, dass man trotzdem für
schön, beieinander zu sein. Miteinander, füreinander, doch jeder denkt nur an sich. So kommt vieles durcheinander, einmal trifft es auch dich. Denn wenn auch mal ab und zu was auseinander fällt, ist es wichtig, dass man trotzdem für immer zueinander hält. Ist es wichtig, dass man trotzdem für immer zueinander hält. Die Schäfer, meine Damen und Herren, wenn man Jubiläum feiert, dann schaut man eigentlich auch immer gerne zurück, ne? Und dann zieht man auch Bilanz. Das habt ihr auch gemacht. Was ist denn dabei rausgekommen? Ich meine, 10 Jahre ist eine lange, lange Zeit. Und wenn man so ein bisschen Bilanz zieht, können wir sagen, 1 Million Kilometer gefahren auf der Autobahn. Wir kennen alle Staus an jeder Ecke. Oh ja. Ich denke, dass wir so 500.000 Gramm Spaghetti verzehrt haben auf den Raststätten. Ich glaube, wir kennen jede Toilettenfrau mit dem Vornamen. Und so weiter. Und denke, dass wir Ehrenmitglieder bei McDonald's werden, so in der nächsten Woche. Oder? Also 10 Jahre. Ja, wenn man so unterwegs ist, da kann man was erleben, ne? Unglaublich. Aber wisst ihr, ich stelle fest, an Schuhläden seid ihr in den 10 Jahren konsequent vorbeigefahren. Daran hat sich nichts geändert. Ist da nie irgendwie... Habt ihr das nie bereut? Nein, wir haben in der Nähe eines Schuhgeschäfts immer ganz kräftig Gas gegeben und schwuppsiwupps waren wir vorbei. Nein, es gibt sicherlich kein Schuhgeschäft, das irgendwann an uns Schäfern schon mal etwas verdient hat. Mhm. Aber es hat sich jetzt einfach so bewährt und uns geht es eigentlich, glaube ich, allen ganz gut damit. Mhm. Und wir hatten immer Glück, es hat uns Glück gebracht und deswegen wollen wir das auch so beibehalten. Ist toll, dass eine Frau das sagt, ne? Ja. Weil man sagt den Frauen ja nach, also zu 80% sollen wir ja einen Schuhtick haben. Aber hier ist es eine Ausnahme, auf jeden Fall. Ist nie was passiert, irgendwie so barfuß? Ich könnte mir vorstellen, allein hier so eine Treppe, Mensch, da zieht man sich doch Splitter in die Füße, oder? Es gab Kleinigkeiten, die passiert sind, kleine Malheure. Erzähl mal. Ach Gott, wir haben, ich glaube, ich 2, 3 Fernsehsendungen gedreht, auch hier in der Gegend. Und es war natürlich bei Minusgraden. Mhm. Zum einen mal haben uns dann Leute ins Haus gebeten, damit wir unsere Füße an der Heizung ein bisschen wärmen können. Ja. Und wir standen in Eisstadien auf dem blanken Eis, waren im Gletscher beim Videodreh und das war eigentlich das, was mit der Kälte zu tun hat. Ja, selber schuld, kann selber ich da schuld, nur sagen. Ne? So blöde Idee. Mhm. Ja. Ihr habt doch oft im Regen gestanden, ne? Also Regen eigentlich immer. Regen hatten wir eigentlich immer und jedes Mal, wenn die Sonne geschienen hat, haben sie also unseren Dreh abgebrochen, weil wir ja mit der Sonne nichts anfangen konnten. Aber wir also wissen... Alles. Es kann euch aber auch in der Halle so eines passieren. Könnt ihr euch noch erinnern, ihr wart bei uns, ich weiß jetzt nicht, wie viel Jahre es her ist, aber da seid ihr mit Pferden reingekommen, wisst ihr das noch? Es war schön, ja. Wir wurden auf einer Kutsche wurden wir hereingefahren und haben natürlich geschaut, wo sind die Kameras. Unsere liebe Schäferin, die Gabi, hat natürlich in die Kameras geschaut, hat aber nicht geschaut, dass die Pferde im wahrsten Sinne des Wortes auch nur Menschen sind und ihre Notdurft verrichtet haben. Und so war es, dass halt so frische Pferdeäpfel, richtig weich oder irgendwie was, die Gabi schlitterte drin und war irgendwo auf dem Boden gelandet. Ja. Das war's. Schöne Erinnerung an unsere Sendung. Finde ich gut. Ihr wisst ja, bei uns kann euch eigentlich alles passieren. Ne? Aber eins weiß ich, regnen wird es heute hier in dieser Halle garantiert nicht. Und schon gar nicht dann, wenn ihr uns jetzt euer Jubiläums-Hit-Medley singt. Die Schäfer. Was kann schöner sein? Ja, was
waren einst zwei Burschen, die saßen bei Bier und Wein und fanden das Schäferleben kann so romantisch sein. Darum hatten beide eine tolle Idee, mit Musik und Vogelhaut auf die Reise gehen. Ich lebe gern in diesem Land, wo schon die Wiege meiner Ahnen stand. Die Welt kann nirgends schöner sein als hier zu Haus, hier bei mir daheim. Sag mir, wo ist der Himmel? Sag mir, ist es wahr? Sind dort wirklich Engel? Sag es mir, Mama. Ist dort Ruhe und Frieden? Gibt's dort keinen Streit? Lieben sich dort die Menschen? Haben da alle Zeit? Mit ein paar hübschen Mädchen fing es damals an. Wir zogen dann von Ort zu Ort, hatten viel Spaß daran. 10 Jahre sind's geworden, deshalb waren wir mit Freunden aus dem ganzen Land, singend bei Wein und Bier. Wenn ein Schäfer barfuß tanzt, dann lacht sogar die Sonne. Ohne Strümpfe, ohne Schuhe, das ist eine Wunde. Meine Damen und Herren, war unsere Jubiläumsüberraschung für die Schäfer. Wir haben die ehemaligen Schäferinnen alle noch mal eingeladen und sie haben heute noch einmal für euch gesungen. Ist es nicht nett? Das ist unwahrscheinlich. Ich gehe mal hier hinten fragen. Unwahrscheinlich. Was macht ihr heute? Singt ihr noch? Was macht ihr heute? Ja, gut, so hobbymäßig. Hobbymäßig? Ja, just for fun. Ja? Pia? Ja, auch hobbymäßig, wie es halt mit der Zeit geht. Und hier frage ich auch noch? Familie. Familie. Dass Gabi noch singt, das wissen wir. Gabi hat gerade neulich einen tollen dritten Platz als Solistin in der Hitparade bei Caroline Reiber gewonnen. Gratulation. Und schön alle mal wieder beieinander. Und ich bin ganz sicher, ihr werdet jetzt noch ein bisschen gemeinsam feiern, oder, Thomas? Ich denke, wenn du jetzt noch ein Schäfergewand anhättest, dann wäre das vollkommen. Ich muss noch ein bisschen arbeiten, okay? So, also dann viel Spaß beim Feiern, die Schäfer. Ja, wenn es um Feiern geht, brauchen wir noch ein bisschen Musik und die liefern wir jetzt.
Südamerikanische Rhythmen, gesungen von diesem Mann. Love me tender, love me sweet, never let me go. Unser Publikum hier in der Halle ist ganz schnell. Haben Sie ihn zu Hause auch schon erkannt? Einer der ganz Großen. Und er hat mit den ganz Großen dieser Welt auf der Bühne gestanden. Mit Placido Domingo, mit José Carreras, mit Montserrat Caballé, aber genauso auch mit Tina Turner, Michael Jackson und vielen anderen. Heute Abend ist er bei uns und Sie erleben ihn anders, als Sie ihn vielleicht sonst so gewöhnt sind. Nämlich südamerikanisch. Also, das ist eine Premiere für Helmut Lotti. Crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Eso beso, ooh, that kiss. Eso beso, your kiss. It's got something, don't know what. But whatever it's got a lot. When we samba, close like this. Ay, ay, caramba. Summer is a swinginest way to make a more. As we dance and sway, we caress this way. The samba seems to say, love is here to stay. Like the samba sound, my heart begins to pound. I go off the ground, I wear I'm poco, loco. Eso beso, ooh, that kiss. Eso beso, ooh, your kiss. It's got something, don't know what. But whatever it's got a lot. When we samba, close like this. Ay, ay, caramba, I need your kiss. Hold me closer.
summer is the swingin'est way to make a move. Lotti, wenn wir Sie schon mal bei uns in der Sendung zu Gast haben, dann lassen wir Sie natürlich ungern schnell wieder weg, ne? Ist klar. Also wir würden uns schon noch so einen richtigen Klassiker von Ihnen wünschen, und zwar ein Lied, nach dem man wunderbar tanzen kann. Sie können tanzen? Ja, ich kann bewegen und ich kann ein Tango tanzen und ein bisschen Cha-Cha. Ah ja, immerhin, ja. Immerhin. Wir hatten so ein bisschen auch das Gefühl, Sie waren vor 2 Jahren in unserer Sendung und da haben Sie Walzer getanzt. Nein, das war ja unmöglich, ja. Walzer zu tanzen. Naja, wir wollten es so formulieren, also Sie können sehr viel besser singen. Ja, eigentlich ja. Und weil das so ist, haben wir beschlossen, Sie müssen heute auch nicht selber tanzen. Danke, Carmen. Danke. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen sich freuen auf noch eine Premiere, nämlich den ersten gemeinsamen Auftritt von Helmut Lotti und dem Deutschen Fernsehballett des MDR. Die Choreografie ist von Emilke Pöschteny.
Helmut Lotti und das deutsche Fernsehballett des MDR. Toll, ne? Ja, die Damen und Herren Tänzer sind auch wirklich einmalig. Und wenn Sie die mal so richtig aus der Nähe bewundern wollen, dann können Sie das machen, wenn Sie uns auf unserer großen Deutschlandtournee besuchen kommen. Wir sind nämlich vom 30. November bis zum 20. Dezember mit unseren Festen unterwegs und wir feiern dann zum Beispiel in Berlin, in Essen, in Mainz, in Cottbus, in Duisburg, in Hamburg, vielen, vielen anderen Städten. Ganz bestimmt sind wir irgendwann auch ganz in Ihrer Nähe. Und Sie können sich dann freuen auf die Wiener Walzerengel, auf Eberhard Hertel, Stefan Moss, auf ein großes klassisches Orchester, auf andere außergewöhnliche Gäste und wie immer natürlich auf viele Überraschungen. Und Sie können sich auch freuen auf Deutschlands erfolgreichste volkstümliche Sängerin. Sie wird auf unserer Tournee ganz bestimmt ihre ganz großen Hits singen, aber sie bereitet zurzeit auch ganz andere, eher ungewöhnliche Auftritte vor. Dürfen gespannt sein. Außerdem, denke ich, wird sie das Lied, was sie uns heute Abend mitgebracht hat, bei dieser Tournee auch singen. Wir hören es heute zum allerersten Mal. Hier ist Stefanie Hertel mit dem Lied Das Leben ist zu kurz zum Traurigsein. Schlechte Laune kann jedem mal passieren. Ich hab das auch schon durchgemacht, hab mich gefühlt wie du. Doch Pleiten, Pech und Pannen gehören zum Glück dazu. Liebeskummer lohnt sich nicht, irgendjemand denkt an dich und die Zeit. Ich bin sicher, dieser neue Titel von Stefanie Hertel wird auch wieder ein Hit.
Seit 15 Jahren steht sie inzwischen schon vor der Kamera und dabei ist sie gerade mal 21. Fast 70 Jahre, meine Damen und Herren, gibt's diesen Chor, in dem diese Tenöre singen. Yeah, schon einmalig, ne? Und Sie sind endlich mal wieder in Deutschland und zu Beginn Ihrer Deutschland-Tournee, da besuchen Sie uns. Und das finden wir sehr schön. Hier ist der Marinechor der Schwarzmeerflotte. Schlingt noch ihre Arme und den Fluss, den ich bei der Heimkehr wieder überqueren muss. Und gleich dahinter öffnet ein Tor die Flügel weit zur Einkehr in das Reich der Ruhe und Geborgenheit. Nach Hause markanten Mann gesehen. Schauen Sie mal da. Ja. Er hat mir
Er hat mir vor der Sendung was verraten. Er hat eine Diät gemacht. Ja. Und er hat 20 Kilo abgenommen. Er wiegt jetzt nur noch 170 Kilo. Stimmt, ne? Aber ich hoffe, er hat jetzt trotzdem noch ein bisschen Kraft für ein Ständchen, für ein ganz besonderes. Fred Bertelmann, meine Damen und Herren, feiert nämlich Geburtstag. Er wird 75 Jahre alt und er hat gestern mit Freunden und mit Kollegen gefeiert. Heute ist er hier bei uns und er feiert mit uns und wir sagen alle herzlichen Glückwunsch, Fred Bertelmann. Lieber Fred Bertelmann, herzlich willkommen bei uns. Kommen Sie bitte mit ins Licht, sonst sieht Sie kein Mensch. Und das wäre doch schade. Also herzlichen Glückwunsch von uns allen zum Geburtstag. Danke schön. Das schön, war ein dass Sie Zeit haben, mit uns zu feiern. Darf ich Sie fragen, wenn man so einen schönen, runden Geburtstag feiert, was wünscht man sich da? So rund ist der ja gar nicht. Naja, halbrund ist er schon, ne? Was wünschen Sie sich? Ach, dass ich noch weile, gesund bleibe, dass meine Stimme in Ordnung bleibt. Das wäre gut. Ja, das wünschen wir Ihnen natürlich auch. Übrigens, ich habe Ihnen etwas mitzubringen, Frau Nebel. Gestern Abend war Fips Fleischer, seine Frau Uschi und die Enkelin Franzi bei meiner Feier und ich soll Ihnen ganz herzliche Grüße ausrichten. Oh, das ist aber nett. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Fips Fleischer, kennen wir alle, ne? Jo. Ja, jetzt möchten wir Sie überraschen zu Ihrem Geburtstag. Und zwar mit dem größten Background-Chor, den Sie wahrscheinlich jemals hatten. Wir haben richtig geübt. Wir haben Lachen geübt. Und das wollen wir Ihnen mal zeigen. Das ist gut. Und jetzt sind wir nämlich in der Lage. Dankeschön. Alle mit Ihnen zu lachen, ne? Wenn Sie Ihr Lied singen für uns, ja. Der lachende Vagabund, Fred Bertelmann. Ja, gerne. Was ich erlebt hab, das konnt nur ich erleben. Ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben. Meine Welt ist bunt. Meine Welt ist bunt. Dann denke ich auch an Tina, sie liebte einen Lord. Aber als sie mich sah, die schöne Signorina, lief sie ihm gleich fort. Nach Spanien, dann schenkten mir die Wirte dort ohne Geld nichts ein. Doch ihre Frauen, die ich am Tag spazieren führte, schenkten mir den Wein, schenkten mir den Wein. La, 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 la. Aha.
lachte mir und so lacht mir auch noch heute immer ein roter Mund. Und es gibt keine Stunde, die ich je bereute. Meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt. Bin ein Vagabund. Danke für den Chor. Dankeschön. Bevor Sie, liebe Zuschauer, jetzt zu Hause vielleicht über uns lachen, weil wir möglicherweise nicht immer an den richtigen Stellen gelacht haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, versuchen Sie mal, dieses Lied richtig zu lachen. Da vergeht Ihnen nämlich das Lachen. Richtig lachen ist gar nicht einfach. Nee. Aber wissen Sie, was mir da einfällt? Haben wir nicht heute alle Grund zu lachen? Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gewonnen gegen England 1-0. Da freut sich Fußball-Deutschland, ne? Ja, meine Damen und Herren, und ich freue mich jetzt auf noch einen Tenor. Kann es sein, dass er vielleicht noch gar kein richtiger Tenor ist, weil er für eine Tenorstimme noch zu jung ist? Aber kann es sein, dass er vielleicht doch schon so ein richtiger, kleiner, großer Klassiksänger ist? Und kann es sein, dass er Michael Junior heißt? Estás y de amor, las palmas.
Meine Damen und Herren, wenn Ihnen unser Herbstfest gefällt, dann gefällt Ihnen ganz sicherlich auch diese Doppel-CD. Das große Fest der Volksmusik Herbst 2000. Mit diesen zwei CDs können Sie dann zu Hause ganz privat Ihre Feste feiern. Mit Marianne und Michael, mit Brunner und Brunner, mit Gabi Albrecht, Jantje Smit, Patrick Lindner und natürlich mit den Hits, die Sie bei uns in den Festen gesungen haben. Unsere nächsten Gäste allerdings, die können Sie auf dieser CD leider nicht hören. Die müssen Sie sehen. Und dazu haben Sie in den nächsten Monaten in Deutschland die Gelegenheit. Sie sind nämlich endlich einmal wieder hier. Und wenn Sie keine Karten bekommen sollten, dann müssen Sie unbedingt jetzt die Gelegenheit nutzen und sich das anschauen. Meine Damen und Herren, Sie werden staunen. Hier ist das irische Tanzspektakel Gale Force Dance. Gale Force Dance, meine Damen und Herren. Tja, unser Herbstfest, das bleibt international. Unser nächster Gast wurde in Kenia geboren. Er lebt in Florida und in der Nähe von London. Und er war lange nicht in Deutschland. Er hat lange seine großen Hits nicht im deutschen Fernsehen gesungen. Aber jetzt ist er endlich wieder da. Er ist bei unserem Herbstfest zu Gast. Willkommen, Roger Whittaker. Thank you.
mir gleich etwas schwanisch hoch. Sie tanzte wunderbar, mich reizte die Gefahr. Blind ging ich in Freude, ich hab gewonnen und ich verlor. Die Glut verbrannte mich, doch ich beklag mich nicht. Mit dir war ich dem Himmel nah, auch wenn ich ab und zu dabei in die Hölle sah. Aber sie war schön, die Zeit, ich hab nichts bereut, Heloise. Ich liebte dich mit Haut und Haar, bis der König in mir am Ende ein Bettler war. Aber hätte ich die Wahl, ja, ich tät's nochmal. Heloisa. Lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell.
Roger Whittaker. Carmen, Carmen. Carmen. Nice to have you on the show. Dankeschön. Roger singt Deutsch. Er versteht ein bisschen Deutsch. Oh, ja. Ne? Und Sie sprechen nicht Deutsch. Warum? Wie finden Sie die deutsche Sprache? Sau schwer. Das hören wir öfter. Ja, also es heißt, demnächst ist er zum letzten Mal auf großer Tour. Und es gibt so Gerüchte, er möchte sich langsam von der Bühne verabschieden. Ist da was dran? Merken Sie was? Jetzt versteht er mich plötzlich nicht mehr. Ja, wahrscheinlich liegt es dran, dass er sich mit einer Antwort nicht so festlegen möchte, ne? Aber ich habe ja Verständnis dafür. Nur wer niemals Abschied nahm, der trennt sich gern. Roger Whittaker. Dankeschön, Carmen. Danke.
wir, meine Damen und Herren, möchten uns natürlich noch nicht verabschieden, denn jetzt ist es soweit. Jetzt präsentieren wir Ihnen unser Gipfeltreffen der Tenöre. Inzwischen sind auch die German Tenors bei uns eingetroffen, die deutschen Tenöre. Eben noch auf der Konzertbühne, jetzt hier bei uns im Herbstfest. Und sie sind direkt aus Berlin hierher zu uns gekommen und sie werden jetzt den ersten Ton angeben. Darf ich bitten? Ein Lied. Das Glück, die große Liebe. Tenören und beim Marinechor der Schwarzmeerflotte. Und wir sagen Dankeschön, Karel Gott und Helmut Lotti. Ja, und wir bedanken uns bei Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause und hier in der Bördelandhalle in Magdeburg, dass Sie dieses Herbstfest mit uns gefeiert haben. Das nächste Fest, Kinder, wie die Zeit vergeht, ist dann schon unser Weihnachtsfest. Und wir feiern es wie immer am 25. Dezember. Aber wir feiern es anders als sonst. Wenn die Bescherung nämlich schon längst vorbei ist, dann gibt es bei uns noch mal eine Bescherung, nämlich am ersten Feiertag um 20.15 Uhr. Und ich sag Ihnen, dann können Sie zu Hause, alle Fernsehzuschauer, direkt vom Fernseher aus Traumgeschenke gewinnen, solche, die sich jeder wünscht und die garantiert niemand umtauscht. Außerdem haben wir viele Stars eingeladen. Wir sind dann zu Gast in der Stadthalle in Zwickau. Also lassen Sie sich überraschen, aber seien Sie jetzt erstmal gespannt auf unser großes Finale. Yeah.
Künstlern aus Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Kuba, Deutschland, Großbritannien, Irland, Kanada, Kolumbien, Niederlande, Österreich, Paraguay, Polen, Rumänien, aus der Russischen Föderation, aus Tschechien, Schottland und Ungarn. So. Wir verabschieden uns und wir sagen guten Abend und gute Nacht.